Jungbulle Charouk ist der beste Beweis dafür, dass sogar Elefanten nicht immer mutig sind. Seit Ende Februar ist er von seiner Herde getrennt und traute sich bisher nicht allein in sein altes Gehege. Selbst an der Seite seines Tierpflegers legt Charouk den Rückwärtsgang ein. Shanti dagegen, der schon länger von seiner Hannoveraner Herde getrennt ist, trabt zum Angriff. Vorsichtig und erwartungsvoll kommen sie sich näher. Dass keiner dem anderen seine Futterrüben streitig macht, ist schon mal ein gutes Zeichen. Ein aufregender Moment für die beiden Dickhäuter und ihre menschlichen Pfleger. Also ich würde jetzt mal sagen, zwei Freunde haben sich gefunden. Shanti und Shaugi. Erstens so zusammen, ohne Trennwand, ohne Trennzaun. Ist doch wunderbar. Wenn das so bleibt, sind wir voll zufrieden. Optisch lassen sich die beiden jungen Bullen bestens unterscheiden. Shanti links zeichnet sich durch seine starke Körperbehaarung aus. Außerdem ist seine Haut dunkler gefärbt als die von Charouk, der vor 3,5 Jahren im Tierpark Hagenbeck zur Welt kam. Gespannt beobachten die Elefantenpfleger, ob ihre vitaminreiche Verführungstaktik aufgegangen ist. Also Leckerlis hatten wir hier, Rüben und Äpfel und allmöglich kommt. Vitaminpellets, alles mögliche, um das Gehege hier schön schmackhaft zu machen. Vor allem für Shanti, der das ja noch nicht so kennt. Und das riecht natürlich nach fremden Elefanten für den. So vollkommen klar, dass man da ein bisschen was Leckeres hinschmeißt. Dominanzgehabe und kleine Rangeleien wird es trotzdem geben. Stolz trägt Shanti seine Beute durch das Gehege, um sie dann demonstrativ vor den Augen seines neuen Kumpels doch lieber allein zu verspeisen. Ja, die kennen sich ja noch nicht so richtig. Und wenn der eine sich blöde bewegt, dann traut der andere dem ja noch nicht über den Weg. Also dreht man erstmal den Kopf dahin. Oder wenn man denkt, der macht einen Angriff, halt man seinen Hintern hin. Das ist wie eine Stoßstange. Da kann der andere gerne mal reinbrettern. Das ist nicht so schlimm. Das tut nicht so weh als ein Kopf. Erleichterung spiegelt sich in der Miene des Tierpflegers. Die erste Feuerprobe haben die beiden halbstarken Dickhäuter bestanden. Ab sofort werden sie täglich in ihrem Junggesellengehege herumtollen und noch viele Nicklichkeiten untereinander austeilen, bis geklärt ist, wer von den beiden der Stärkere ist.